Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawlstars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja Mann, ich habe heute ein richtig, richtig geiles Video für euch vorbereitet. So etwas in der Art habe ich tatsächlich noch nie auf meinem Kanal gebracht. Es ist sogar ein bisschen mehr Real Life als normaler Kram. Ihr habt es ja schon am Titel und am Thumbnail gesehen. Ich werde erstmal erzählen, wie genau es dazu gekommen ist, denn die Vorstory ist wirklich unglaublich witzig. Ich werde nämlich heute in diesem Video Zuschauer überraschen und denen Merch schenken. Ihr könnt euch ja noch vielleicht daran erinnern, als ich bei eBay Kleinanzeigen nach Brawlstars Accounts geguckt habe und mir so ein bisschen angeschaut habe, was da angeboten wird, um euch so ein bisschen aufzuklären, dass das Ganze absolut strengstens verboten ist. Hier dazu nochmal ein ganz kurzer Einschnitt. Hier an meinem PC und wir sind tatsächlich auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe jetzt hier einfach mal Brawl Stars eingegeben. Ja, und als ich das ein bisschen rumgeguckt habe, ist mir halt auch ein bisschen anderer Kram aufgefallen. Und zwar, wenn wir nämlich bei eBay Kleinanzeigen nach Brawl Stars suchen, dann finden wir tatsächlich nicht nur Brawl Stars Accounts, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel hier Brawl Stars Clash Games Hoodie in Schöneberg. Ebenfalls findet man natürlich auch noch den Boxer Merch unter anderem hier bei eBay Kleinanzeigen und zwar hier Pookie Brawl Stars Merch. Und ich habe mir dann gedacht, was könnte ich denn jetzt hiermit Cooles machen, wenn jetzt hier von uns der Nita-Merch angeboten wird? Ich suche mir speziell ein paar Verkäufer raus, die Merch bei mir hier in der Umgebung verkaufen. Ein ganz wichtiges Kriterium hatte ich damit dabei. Und zwar war es ganz, ganz wichtig, dass derjenige bzw. diejenigen den Merch nicht verkaufen, weil das Kind bzw. der Sohn, die Tochter keinen Bock mehr auf mich oder auf Brawl Stars hat, sondern der beste Fall wäre halt einfach, dass der Merch zu klein ist. Und da habe ich tatsächlich zwei gefunden. Und zwar einmal diese Anzeige hier, Brawl Stars der Merch. Ein tolles T-Shirt von der Nita Merch. Gute Qualität, selten getragen, da schnell rausgewachsen. Und so weiter. Und dann ein weiteres Mal, der Nita Pullover Clash Games YouTube Brawl Stars Hoodie. Hallo, biete einen absolut neuwertigen Pullover an, habe ihn für meinen Sohn vorbestellt, nur leider passte der Pullover von der Größe nicht. Übrigens sind auch beide Auktionen immer noch erhältlich, also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne vielleicht die zwei anschreiben, bevor die Artikel weg sind. Denn ihr wisst es ja, der Merch ist aktuell nicht mehr erhältlich, nur über solche Umwege. So, und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe beide Verkäuferinnen angeschrieben. Beide Mamas haben sich dann relativ schnell gemeldet, aber sie sind beide erstmal davon ausgegangen, dass das Ganze nicht echt ist. Denn das kann ich gut nachvollziehen. Wer rechnet denn damit, dass ich das wirklich bin? Und nach einigem Hin und Her war dann ein Termin gemacht und die beiden Jungs, sowohl Felix als auch Marlon, wussten von rein gar nichts. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gerade das allererste Mal in Osnabrück und ich habe jetzt hier Merch drin, eine Autogrammkarte. Der Felix, den wir jetzt hier gleich besuchen möchten, der weiß von gar nichts. Also ich bin echt mal gespannt auf seine Live-Reaktion. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Das Video ist echt sau aufwendig gewesen, weil wir extra jetzt nach Osnabrück gefahren sind. Ich habe Merch bestellt und auch natürlich vielen Dank, dass der Merch so gut ankam bei euch. Der war echt sau schnell wieder ausverkauft. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los und überraschen den Felix. Übrigens Leute, wir tragen natürlich Maske und probieren auch Abstand zu halten. Ich habe hier jetzt den Merch auch drin und ja, nur dass ihr Bescheid wisst, ist ja gerade Lockdown, aber trotzdem habe ich vorher nachgefragt, ob das für die Eltern in Ordnung ist. Und jetzt gucken wir mal. Okay Leute, es geht los. Ich bin mal sehr gespannt, wir haben gerade aus Versehen schon mal falsch geklingelt, also ich hoffe mal, jetzt sind wir richtig. Hi! Was geht? Hi! Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Bist du Clash Games? Ja. Oha! Ich gucke gerade ein Video von dir. Echt? Ja! Oh mein Gott, also. Mein neuestes. Ich erzähle dir mal eine kleine Story. Ja. Deine Mom hat ja mal den allerersten Merch für dich gekauft, ne? Ja. Und den hatte sie bei eBay Kleinanzeigen drin. Ich habe sie einfach mal angeschrieben und gefragt, ja, wie sieht's aus? Soll ich dich mal überraschen und dir Merch vorbeibringen? Und ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Danke. Ist ja cool, du hast ja sogar den Weihnachtsmerch an. Ja, habe ich gerade hab ich auch voll zu Weihnachten bekommen. Mega cool. Ich habe vergessen, ich gerade an. Ist ja mega geil. Ist denn Meyers Merch? Ja, Mann. Krass. Ich hoffe mal, die Größe passt. Da ist auch noch eine Autogrammkarte mit drin. Ja. Hätte ich ja nie erwartet. Ja, das war der Plan.
Ja, wollen wir noch irgendwie ein Foto oder sowas machen? Ja, gern. Ja? Ja, und dann noch viel Spaß beim Video gucken. Und auch danke noch, dass es geklappt hat. Ne? Ja, kein Problem. Ciao. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüssi. So Leute, wir sind jetzt in Oldenburg. Wir sind jetzt bei dem guten Marlon. Und wir stehen jetzt ja auch schon vor der Tür. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe mich sehr über die Reaktion von Felix gefreut. Auf jeden Fall grüße ich ihn nochmal raus. Wir sind jetzt von Osnabrück nach Oldenburg gefahren. Und überraschen jetzt den nächsten Zuschauer. Ich bin sehr gespannt auf seine Reaktion. Wir haben genau das gleiche für ihn auch vorbereitet. Einmal Merch und dann eine Autogrammkarte. Und dann gucken wir mal, wie er reagiert. Let's go. Okay Leute, der Merch ist bereit. Wir gehen jetzt mal hoch und klingeln mal. Hallo! Hallo, ich, ja, kleinen Moment. Ja. Hey, hallo! Hi! Hallo! Na, was geht mal an? Alles wohl, kennst du meinen Namen? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Muss man deine Mama fragen. Mama? Ja? Wer kennt meinen Namen? Ja, das kommt manchmal so. Ja! Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Cool! Also, deine Mom, ich kann dir mal erzählen, warum ich hier bin. Du hast ja schon Merch von uns, den Geburtstagsmerch, ne? Ja. Und der ist ja so ein kleines bisschen zu klein. Und deswegen hat deine Mom den ja bei eBay reingestellt. Und ich habe mir gedacht, ja, du wohnst nicht so weit weg von mir. Überrasch dich einfach mal und gib den Merch, der dir passt. Und zwar den Neujahresmerch. Cool. Danke. Bitteschön. Kannst du direkt mal abprobieren oder irgendwie kurz hochgehen und irgendwie abprobieren. Können wir vielleicht noch gleich irgendwie ein cooles Foto oder sowas machen. Ja, Mann. Richtig geil. Hast du die Autogrammkarte auch gesehen? Habe ich hier auch mal eine mit reingepackt. Sogar auch noch von Lukas unterschrieben. Ja. Okay, wollen wir noch irgendwie ein cooles Foto oder sowas machen? Oder willst du noch irgendwie einen Freund oder so grüßen? Weil das Ganze ist auch als Video, falls du es gerade siehst. Cool. Also sonst kann ja deine Mom vielleicht noch ein Foto von uns machen? Ja. Von uns beiden? Ich grüße auf jeden Fall noch meinen Freund Farah und meinen Papa Matthias. Ja, grüßt gehen auf jeden Fall raus. So Leute, ich hoffe einfach mal, euch hat dieses Video gefallen. Es war wirklich echt verdammt nochmal aufwendig. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie hättet ihr reagiert, wenn ich plötzlich vor eurer Haustür stehen würde und euch einfach in der Tüte Merch übergebe. Ich bin unglaublich gespannt, was da die Reaktionen von euch gewesen wären. Und wie gesagt, dieses Video war echt unglaublich aufwendig. Ich bin alleine heute mit meiner Freundin 4 bis 5 Stunden unterwegs gewesen. Dann das Ganze hin und her schreiben, den Merch bestellen und so weiter. Ich hoffe einfach mal, es hat sich gelohnt. Ich bin sehr überzeugt davon, dass sich die beiden Jungs sehr gefreut haben. Fette Grüße gehen nochmal raus an Felix, Marlon, Martina und Ute, dass das Ganze so cool geklappt hat. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Gebt einen fetten Daumen nach oben. Checkt die Videos aus der Endcard aus. Folgt mir auf Instagram, denn wir haben auf Instagram fast die 100.000 Follower erreicht. Deswegen würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und ciao. Ciao.